Wir befanden uns unter direktem Beschuss. Wir brauchen mehr Blutspenden, ganz gleich woher. Ihr Name? Dr. Garcia Medina. Laufen Sie! Amparo, sei nicht töricht. Du kannst mich ins Krankenhaus begleiten, dann siehst du die Gräueltaten deiner Leute. Ich weiß nicht, was genau er wusste, aber er hat mir gesagt, dass was im Busch ist. Ich habe etwas für die Republik getan. Warum tut die Republik nicht etwas für mich? Sie schicken mich nach Madrid. In welcher Mission? Du wirst unsere Leute für mich bespitzeln. Hier spricht Pepe Moya. Ich habe einen Verletzten, der dringend Hilfe braucht. Verraten Sie mir, wer Sie sind. Und Sie? Kann es sein, dass Sie ihr nicht trauen? Nur das Nötigste. Nächstes Mal komme ich nicht auf Heimaturlaub, sondern um den Sieg über die Roten zu verkünden. Meine Leute, unsere Leute, eure Leute. Und da wundert man sich, dass wir im Krieg sind. Irgendjemand muss im Hinterland für Ordnung sorgen. Die nationale Armee wird das Krankenhaus noch heute Morgen besetzen. Die Säuberung beginnt, sobald die hier auftauchen. Komm schon, hau ab! Nennen Sie mich nicht mehr Guillermo. Ich heiße es Rafael Costa.